Ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, hier in Ihrem Dialogseminar teilzunehmen und dann für die wirklich freundlichen Worte von Herrn Herz, mit denen er mich vorgestellt hat. Das setzt in der Tat die Latte sehr hoch und ich hoffe, dass ich da einigermaßen von unten dran heranreiche an das, was Herr Herz angesprochen hat. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und ich mache jetzt in den 30 Minuten, die ich zur Verfügung habe, wirklich einen Parforce-Ritt. Es geht jetzt ganz, ganz schnell und es ist ganz, ganz oberflächlich und es sind häufig nur Stichworte. Aber das hat einen gewissen Sinn. Also es liegt gerade in der Oberflächlichkeit, das behaupte ich jetzt mal, da es ja hier ein Seminar ist, das vor allen Dingen studentischer Natur ist, zunächst einige Literaturhinweise und gehe dann über Definitionen ein bisschen in den historischen Abriss. Aber das ist mir wichtig, zunächst auf die Literatur hinzuweisen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier weiter scrollen kann. In meiner Präsentation kann man... Ah, wunderbar, so geht's. Bei der Literatur ist die Situation gar nicht besonders leicht. Es gibt nämlich keine gute Geschichte des Staates, der staatlichen Wirtschaftspolitik in Deutschland oder allgemein. Ich habe Ihnen einige Titel aufgeführt. Gerold Ambrosius, Darstellung über Staat und Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Rudolf Bochs Darstellung Staat und Wirtschaft im 19. Jahrhundert. Das ist jeweils in der Enzyklopädie deutscher Geschichte erschienen. Wir haben Hans Jäger, Geschichte der Wirtschaftsordnung in Deutschland. Der beschäftigt sich vor allen Dingen, auch nicht mehr ganz neu, von 1988 das Buch, mit den grundlegenden Regeln, mit der grundlegenden staatlichen Gestaltung der Ordnung. Rainer Klump, Wirtschaftspolitik, das muss ich nicht weiter erläutern. Ganz wichtig, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, Wolfgang Reinhardt, Geschichte der Staatsgewalt, eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. Da ist ausführlich darüber gesprochen, in einem Kapitel ausführlich die Entwicklung der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates abgehandelt. Ein von Joachim Scholtysek und nie herausgegebener Band behandelt den Staat und die Ordnung der Wirtschaft vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik. Das ist Stuttgart 2012 erschienen. Ein sehr interessantes Buch von einem, ich glaube, das ist nicht falsch, man sagt einem doch sehr links beeinflussten Menschen. Ich finde es aber ein sehr, sehr interessantes Buch von Quint Slobodian, Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus, Berlin 2019. Herr Slobodian ist ein kanadischer Politologe, der sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, worauf will eigentlich der Neoliberalismus eine Antwort geben. Da komme ich später nochmal kurz drauf zurück. Und schließlich die einzige mehr oder weniger umfassende Überblicksdarstellung, die die Wirtschaftspolitik vom Merkantilismus bis zur sozialen Marktwirtschaft behandelt. Das ist von Richard Tilly herausgegeben, eben das Buch unter diesem gleichnamigen Titel. Da kann man sich dann relativ schnell im Überblick darüber informieren. Soweit nur dazu. Ansonsten ist die Literatur zum Thema Staat und Wirtschaft natürlich endlos. Das ist Ihnen klar. Aber diese Hinweise können vielleicht eine gewisse Hilfe geben. Ich spreche davon, dass Staat, Wirtschaft, dass das ein sehr schwieriges Verhältnis ist. Zunächst muss man sich klar machen, Wirtschaftspolitik ist ein sehr modernes Phänomen. Es setzt voraus, dass Staat und Wirtschaft sich eigentlich erstmal in Ruhe lassen. Und dass jeder Bereich nach eigenen Regeln, nach eigenen Vorstellungen funktioniert und dass die Wirtschaft insofern Gegenstand staatlichen Handelns werden kann, weil sie eigentlich selbstständig ist. Das bezeichne ich hier mit funktionaler Differenzierung und struktureller Kopplung. Das ist ein Phänomen, das wir beobachten können in Europa seit dem 17., 18. Jahrhundert, dass sich Staat und Wirtschaft gegeneinander ausdifferenzieren. Die Wirtschaft nach eigenen Regeln funktioniert, der Staat nach eigenen Regeln funktioniert und dann eben zur Staatstätigkeit auch gehört, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Das setzt aber eben genau diese Trennung voraus, die in Europa etwa seit dem 17., 18. Jahrhundert da ist. Und die Frage, die sich dann stellt, ist die, woran soll der Staat sein Handeln orientieren? An seiner eigenen Handlungsfähigkeit, die ja immer davon abhängt, dass die Wirtschaft leistungsfähig ist. An seiner eigenen Handlungsfähigkeit, also an seinen Einnahmen, an seinen Zielen? Oder soll er nicht auf der anderen Seite sagen, ich muss mich an den eigenen Zielen der Wirtschaft orientieren, dass die Wirtschaft floriert, also das Wohl der Gesellschaft im Vordergrund stehen, dass er die ökonomische Entwicklung in den Vordergrund stellt? Das sind Dinge, die nicht automatisch sich ergeben, weil der Staat auf Einnahmen angewiesen ist und er die Wirtschaft von daher extraktiv behandeln muss. Auf der anderen Seite aber diese Einnahmen natürlich dazu führen können, dass genau die Kuh, die er melken möchte, weniger Milch gibt. Also eine ganz schwierige Geschichte. Damit zusammenhängt das Souveränitätsparadox,
nämlich die Vorstellung, die im Staat sehr verbreitet ist, er sei ja souverän, er könne machen, was er möchte. Und ein wirklich handlungsfähiger Staat sei auch dazu in der Lage. Der müsse eben keine Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen, auf andere Dinge nehmen. Die Souveränität des Staates setze voraus, dass er gegenüber der Wirtschaft aus eigenem Recht handlungsfähig ist. Das hat nur dummerweise das Problem, dass, wenn der Staat das tut, er Folgen in der Wirtschaft erzeugt, die für ihn wiederum sehr, sehr negativ sind, weil er nämlich unter Umständen die ökonomische Entwicklung behindert oder in hohem Maße beeinträchtigt, dadurch die Steuereinnahmen zurückgehen, seine eigene Handlungsfähigkeit sinkt. Sie merken, je souveräner der Staat ist, umso schädlicher kann er unter Umständen für seine eigene Handlungsfähigkeit sein. Das bezeichne ich hier als das Souveränitätsparadox. Was kann der Staat tun, wenn er auf die Wirtschaft Einfluss nehmen will? Er hat Steuerungsmedien, er hat Mittel, mit denen er vorgehen kann. Da ist die Rechtsetzung das Erste. Der Staat kann als einzige Einheit Recht setzen, verbindlich. Das hat aber ein großes Problem. Wir kennen das alle aus dem Steuerrecht. Je mehr Recht ersetzt, umso problematischer wird es, überhaupt noch hier eine steuernde Funktion zu erkennen. Der Hauptpunkt ist das Geld. Der Staat kann versuchen, den ökonomischen Prozess durch das Geben von Geld zu beeinflussen, etwa wie es unser Staat im Moment tut, dadurch, dass er diese Formen der sogenannten nachhaltigen Energien in hohem Maße subventioniert. Die Folgen davon sind aber keineswegs einfach. Erstens ist nicht sicher, dass er damit das erreicht, was er möchte. Zum anderen, je mehr Geld er in die Hand nimmt, umso mehr hat er das Problem, dass möglicherweise Inflation passiert. Er hat das Medium der Macht. Man kann die Polizei vorbeischicken, wenn irgendjemand etwas nicht tut. Man kann aber nicht befehlen, werdet produktiver. Die Macht ist also ein insofern sehr schwieriges Moment, gerade bei der Steuerung der Wirtschaft durch den Staat. Und er hat die öffentliche Meinung. Er kann also versuchen, in der einen oder anderen Weise einen öffentlichen Druck zu erzeugen, der in der Wirtschaft Folgen in der einen oder anderen Weise hat. Aber auch hier besteht das Problem, je mehr geredet wird, umso weniger wirkungsvoll ist das Eigentliche, was man dadurch erreichen möchte. Das bezeichne ich mit den Fatalitäten der Steuerung. Denn je mehr wir unsere Medien nutzen, umso mehr inflationieren wir das, was wir tun. Und umso geringer ist die Wirkung der einzelnen Medien. Wenn einer ständig redet, dann hört ihm keiner mehr zu. Wenn einer ständig mit Macht droht, dann ist das auch nicht so wirksam. Sie können sich das vorstellen. Das ist das eine Problem. Also der Staat kann sich selber in die Wirkungslosigkeit hinein begeben durch Inflationieren. Und er kann auf der anderen Seite durch ständige Eingriffe etwas zerstören, von dessen Wirkung er auf der anderen Seite aber gerade Erträge erzielt, nämlich eine gewisse Selbststeuerungstätigkeit einer Wettbewerbswirtschaft, die führt ja zu positiven Ergebnissen, die sich unter Umständen auch wieder in stärkeren staatlichen Revenue niederschlagen. Es ist also sehr schwierig, hier zu einer klaren Position zu kommen. Alles das führt dazu, dass der Staat ständig unter der Herausforderung steht, entweder sein eigenes Verhalten zu radikalisieren, mehr zu machen, zu enteignen, wie jetzt in Berlin, wo man wegen der Wohnungsprobleme gleich die ganze Wohnungswirtschaft verstaatlichen möchte, also eine gewisse Radikalisierung hin zu einer souveränen Lösung zu machen oder sich anzupassen, zu sagen, wir müssen schauen, wie können wir sozusagen die ökonomische Eigendynamik fördern, wie können wir mit ihr umgehen. Das große Problem ist das, dass in der politischen Diskussion die Souveränitätsillusion immer noch stark ist. Der Glaube, wenn der Staat nur will, dann kann er auch. Diese Illusion ist sehr stark und das wird uns gleich beschäftigen. Die taucht regelmäßig wieder auf. Von daher ist die Staatstätigkeit, dieses schwierige Verhältnis auf den Punkt gebracht, gekennzeichnet von einer gewissen grundsätzlichen Souveränitätsvorstellung auf der einen Seite und einem, wenn man so will, der Ökonomie angemessenen Pragmatismus auf der anderen Seite. Und in dieser, wenn man so will, Polarität bewegt sich alles, was ich Ihnen jetzt hier etwas genauer erzähle oder was ich jetzt genauer ansprechen will. So geht es weiter. Los geht es eigentlich im strengen Sinne mit dem Merkantilismus des 17. und 18. Jahrhunderts, als zum ersten Mal so etwas wie staatliche Wirtschaftspolitik auftaucht. Eine Wirtschaftspolitik, die von Anfang an davon geprägt ist, dass der Staat meint, die Wirtschaft funktioniert nur, wenn ich sie in die Hand nehme. Das Ziel dieses Handelns ist die Erhöhung der Handlungsfähigkeit des Staates durch Erweiterung seiner Ressourcen, insbesondere durch Anhäufung von Edelmetallen. Also man glaubt, je mehr Geld man hat, um es simpel zu sagen, umso handlungsfähiger ist man. England, Frankreich sind die entscheidenden Figuren in diesem Spiel. Deutschland ist im 17. Jahrhundert als Einheit ohnehin nicht handlungsfähig. Auf die Einzelfälle gehe ich gleich kurz ein.
Wir finden alle Formen staatlichen Durchgreifens. Eine harte Außenhandelsregulierung sind in England seit dem 17. Jahrhundert mit den sogenannten Navigationsakten. Wir finden das Colbertsche System der Gewerbeförderung, also der gezielten Steigerung der wirtschaftlichen Tätigkeit in bestimmten Bereichen. Wir finden Wirtschaftskriege, die gezielt gegeneinander geführt werden, etwa die britisch-niederländischen Seekriege. Insgesamt vier Kriege sind da geführt worden, mit denen die Engländer, die Holländer aus ihrer dominanten Stellung innerhalb der globalen und europäischen Wirtschaft verdrängt haben. Wir finden eine weitgehende Verbrauchssteuerung durch Vorschriften, durch Polizeiordnungen, durch Preistaxen und alle möglichen Dinge. Wir finden einen faktisch ausgeübten Arbeitszwang, dadurch, dass sogenannte arbeitsscheue arme Leute in Arbeitshäuser und anderes eingewiesen worden sind. Also eine umfassende staatliche Orientierung. Hintergrund davon ist der sogenannte Flor des Landes. Der Staat sagt, wenn wir es nicht tun, dann kümmert sich hier niemand drum. Im Zweifelsfall profitiert nur unser starker Nachbar. Und insofern müssen wir merkantil handeln. Im deutschen Fall gibt es in Österreich und in Preußen den Kameralismus, auf den gehe ich jetzt hier nicht genauer ein. Die Erfolge dieser staatlichen Wirtschaftssteuerung sind in der Literatur sehr umstritten. Wir kennen alle die Kritik am Merkantilismus, die durch den Liberalismus des 18. Jahrhunderts geäußert worden sind. Man muss allerdings ganz unterschiedlich das beurteilen. Es war im Einzelnen durchaus nicht ohne Erfolg. Und der Aufstieg Großbritanniens zur dominanten Wirtschaftsmacht im 19. Jahrhundert hat sehr viel damit zu tun, dass England in ganz entschiedenem Maße merkantilistisch handelt und Konkurrenten verdrängt, die eigene Wirtschaft fördert. Aber das französische Beispiel zeigt eben auch, dass die Grenzen einer solchen Wirtschaftspolitik sehr schnell erreicht sind, weil sie die individuelle wettbewerbswirtschaftliche Dynamik in einem Territorium erheblich verändern kann, erheblich behindern kann. Das zeigt sich besonders am Ende der Zeit, als sich in bestimmten Regionen in den Niederlanden, in Südengland, im Rheinland stärker eine marktwirtschaftliche Dynamisierung abzeichnet, die sehr schnell mit der staatlichen Regulierung und mit den ökonomischen Vorschriften, die der Staat äußert, in Konflikt geraten. Also der Merkantilismus ist eine Übergangsphase, die spätestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erkennbar ihre Grenzen erreicht. Und dagegen entsteht der wirtschaftliche Liberalismus, der seit der Mitte des Jahrhunderts aufkommt. Zunächst die erste Ausprägung findet man in Frankreich in Form der sogenannten Physiokratie, der Betonung einer natürlichen Ordnung, die dann entstehen würde, wenn der Staat sich zurückziehen würde. Dieses Laissez-faire, Laissez-passer, das ist eine typische Forderung, zu sagen, wenn der Staat eingreift, verzerrt er nur die Verhältnisse. Eine wirkliche freie Tätigkeit, der Ordre naturel, würde eine ganz andere, freiere, dynamische Wirtschaft ermöglichen. In Frankreich dachte man naheliegenderweise zunächst an die Mobilisierung der landwirtschaftlichen Welt, während in Großbritannien Adam Smith ist sehr stark beeinflusst gewesen von den Physiokraten, von Anfang an eher die gewerbliche Wirtschaft im Vordergrund gestanden hat. Und das Buch von Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen, ist vor allen Dingen eine Kritik an der merkantilistischen Praxis, dem Argument, der Staat, wenn er etwa Preise vorgibt, wenn er den Außenhandel reguliert oder anderes, prätendiert ein Wissen, das er faktisch gar nicht haben kann. Ein Wissen, das dezentral bei den einzelnen Akteuren viel größer vorhanden ist als bei irgendeiner staatlichen Behörde. Und insofern, wenn der Staat sich da einmischt, dann kann er nur zu ineffizienten Ergebnissen beitragen. Smith plädiert insofern dafür, die Logik der einzelnen Händler, der Unternehmer viel stärker in den Vordergrund zu stellen und denen eine Freiheit im Sinne einer wettbewerbswirtschaftlichen Ordnung zu geben. Wir finden ein sehr schönes Beispiel hier auch bei uns, bei Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen von 1792, das nicht nur auf Wirtschaft geht, sondern in den deutschen Fällen ist das nachvollziehbar, auch auf andere Sachen. Humboldt sagt, der Staat muss sich eigentlich aus allem heraushalten. Das Einzige, was er machen darf, ist, er muss den Einzelnen in seiner Selbsttätigkeit stärken. Alles andere geht ihn im Grunde genommen überhaupt nichts an. Könnte es also sehr scharf zuspitzen und sagen, er muss eine gewisse öffentliche Ordnung, auch international, garantieren und ansonsten den Einzelnen dazu bringen, seine eigene Persönlichkeit möglichst weitgehend zu entwickeln. Also Bildungsgedanke und Sicherheitsgedanke und ansonsten hat sich der Staat herauszuhalten. Liberale Formen der Politik finden sich in der Französischen Revolution aber sehr unterschiedlicher
Art. In Frankreich schließen sich ja sehr schnell die Kriege 1792, 93 an, die dann dazu führen, dass die kurze Phase der Liberalisierung der Wirtschaft sehr schnell in eine Art direktorische Kriegswirtschaft übergeht. Besseres Beispiel sind die preußischen Reformen von 1807, 1811, in denen der Staat sich weitgehend aus einer kameralistischen Praxis zurückzieht und sagt, wir überlassen es dem sogenannten freien Spiel der Kräfte mit der nüchternen Einschätzung, wir haben sowieso keine anderen Mittel. Man hatte ja 1806 den Krieg gegen Frankreich verloren. Wir haben ohnehin keine anderen Mittel, also setzen wir auf die Freisetzung der ökonomischen Dynamik. Und diese Reformen führen dazu, dass der Staat des 19. Jahrhunderts eine völlig andere Veranstaltung ist als der des 17. und 18. Jahrhunderts. Dafür taucht der Begriff des Nachtwächterstaates auf. Die pejorative Bezeichnung ist Manchester-Liberalismus. Das heißt, der Staat tut nur noch so wenig, dass er gerade mal die öffentliche Ordnung aufrechterhält. Ansonsten hält er sich raus. Manchester-Liberalismus deshalb, weil er damit den Forderungen der Baumwollindustriellen von Manchester entspricht, die derartige Positionen in der Tat vertreten haben. Hintergrund ist aber etwas ganz anderes. In den Napoleonischen Kriegen haben sich alle Staaten massiv verschuldet und stehen 1814, 15 vor einem gewaltigen Zahlungsproblem, das sie gar nicht anders lösen können als durch eine Zurücknahme des Staatshandelns, um die starke Verschuldung abzubauen. Die Kernzeit dieses Verschuldungsabbaus ist die Zeit 1815 bis 1848. Und die starke Zurücknahme der Staatstätigkeit ist auf der anderen Seite ein Grund, weshalb die Industrialisierung und die Wachstumsraten dieser Zeit relativ stark anziehen. Angesichts der starken Bevölkerungsentwicklung allerdings bedingt diese Abwesenheit des Staates, das Fehlen jeder Sozialpolitik, eine massive Zunahme auch des sogenannten Armutsproblems, das im Wesentlichen durch Wanderungsprozesse aus Deutschland wandern im 19. Jahrhundert etwa 5 Millionen Menschen vor allen Dingen in die Amerikas aus, gelöst wird. Aber auch aus England, aus Italien gibt es starke Auswanderungsprobleme. Also der liberale Staat zeichnet sich durch ein sehr geringes sozialpolitisches Programm an. Aus die Hochphase des Liberalismus ist 1851 bis 1873, hier im deutschen Fall, aber für andere Länder gilt das auch. Man spricht auch von der Gründerzeit. Das ist die Phase, in der die moderne Industriewelt entsteht, die großen Unternehmen gegründet werden und. Das mündet in den Gründerboom und dann in den Gründerkrach, die große Depression der 1870er und 80er Jahre. Das ist die Zeit, in der bei uns hier der Sozialstaat, die Bismarckschen Sozialgesetzgebungsmaßnahmen entstehen. Es ist ein Versuch, auf die erkennbaren Schwierigkeiten des sich entfaltenden Kapitalismus eine Antwort zu geben. Aber bereits seit den 1890er Jahren breitet sich wieder eine Art wilhelminischer Wirtschaftsliberalismus aus. Der Staat betreibt vor dem Ersten Weltkrieg faktisch keine Wirtschaftspolitik im eigentlichen Sinne. Was es gibt, ist Handelspolitik. Was es gibt, sind Ansätze der Sozialpolitik. Aber überall ist der Staat sehr zurückhaltend, sehr preiswert. Die Staatsquoten gehen von 14% in England von 1914 über 16% in Deutschland bis hin zu geradezu gewaltigen 18% in Frankreich. Wir haben gleichzeitig ein extrem starkes Wirtschaftswachstum. Deutschland hat in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit einer Bruttoinvestitionsquote von 27% den höchsten Investitionsboom, den es in seiner Geschichte erlebt hat, der nur kurzfristig noch einmal im Wiederaufbau der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht wird. Also eine ganz eigentümliche Geschichte. Das 19. Jahrhundert ist sehr liberal. Es hat erkennbar große soziale Probleme. Die ökonomische Performance ist überaus gut. Die Zeit danach, die Kriegswirtschaft ist naheliegenderweise zunächst durch gewaltige Staatsquoten, die auf 50-60% hochgehen. Wir haben eine starke Ausdehnung der staatlichen Finanzierungstätigkeit zugunsten der Rüstung. Der Goldstandard und alle monetären Regelungen, Restriktionen sind ja aufgehoben. In der Folge haben wir sehr starke Inflation, weil das Güterangebot geht zurück, das zivile Güterangebot sinkt, während die Geldmenge geradezu explodiert. Das kann der Staat aber nicht anders machen. Er muss ja die Rüstung finanzieren. Also, wenn er Geld ausgibt, aber die wirtschaftliche Performance nicht gut ist, gehen die Preise hoch. Das führt zwangsläufig zu Wirtschaftsverwaltung, Bewirtschaftung und Preiskontrollen. Das haben wir im Ersten Weltkrieg in massiver Weise. Wir haben die ersten Ansätze zur Verstaatlichung, zur Sozialisierung von Schlüsselindustrien. Im Bereich der chemischen Industrie gibt es einen gewaltigen Streit
um die Auseinandersetzung um die sogenannten Syntheseindustrien, Stickstoffsynthese vor allen Dingen, deren Ausbau der Staat während des Ersten Weltkrieges mitfinanziert. Es entstehen in dieser Zeit auch auf der Basis älterer Überlegungen von Walter Rathenau und anderen Gemeinwirtschaftsillusionen, Vorstellungen an die Stelle der liberalen Konkurrenzwirtschaft des 19. Jahrhunderts mit ihren erkennbaren sozialen Problemen könne so etwas wie eine staatlich organisierte Gemeinwirtschaft zu treten, in der die einzelnen Unternehmen nicht mehr nach Konkurrenzgesichtspunkten, sondern nach Planung, nach gemeinwirtschaftlichen Vorstellungen unter staatlicher Leitung arbeiten. Die Praxis des Ersten Weltkrieges soll in den 20er Jahren in diese Gemeinwirtschaft fortgesetzt werden. Das führt zu schweren Kämpfen um die Wirtschaftsordnung in den 20er Jahren, weil sich auf der einen Seite die Anhänger der Gemeinwirtschaft, die Verstaatlichung des Kohlenbergbaus, die Verstaatlichung der Kaliindustrie, die staatliche Regulierung des Wohnungsbaus mit der Hauszinssteuer und anderen Sachen versuchen, sehr stark zu positionieren. Auf der anderen Seite die Industrie naheliegenderweise versucht, sich die marktwirtschaftlichen Bereiche, in denen sie autonom handeln kann, zu sichern. Das heißt, wir haben eine starke Zunahme des Kampfes um die Wirtschaftsordnung, bei allerdings gleichzeitig gestiegener Staatstätigkeit. Die Staatsquote liegt jetzt bereits bei etwa 30%. Das hat was mit dem entstehenden Wohlfahrtsstaat, mit den Kriegsfolgen, mit der bewussten Annahme der staatlichen Sozialfunktion zu tun, hat aber auch etwas mit der sogenannten kalten Sozialisierung zu tun. Viele der Unternehmen, die in den 1970er, 80er Jahren liberalisiert, reguliert wurden, dereguliert wurden, das waren alles staatliche Unternehmen der 20er Jahre, die FEBA, die FIAC, ein großer Teil der Energieversorger und. Die stammen alle aus dieser Zeit und sind in dieser Zeit, das nennt man kalte Sozialisierung, als staatliche Unternehmen gegründet worden. Die 20er Jahre sind also etwas vollständiges anders als die liberale Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Nicht nur deshalb, das hängt auch damit zusammen, ist die ökonomische Performance der Zwischenkriegszeit sehr, sehr schwierig. Die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1939 muss ich Ihnen hier nicht weiter erläutern. Die schwerste, bisher jedenfalls schwerste wirtschaftliche Krise außerhalb von Krisenzeiten und von Kriegszeiten, bereitet auch der Semantik des alten Liberalismus das Ende. Man steht vor dem Problem, dass eine ja immer noch weitgehend marktwirtschaftliche Ordnung aus sich heraus nicht stabil ist oder ist jedenfalls der Auffassung, dass dies der Fall ist. Und das führt mit dem Keynesianismus dazu, dass man zu der Auffassung gelangt, wenn die Ökonomie aus sich selber heraus nicht dazu in der Lage ist, dauerhafte, belastbare Gleichgewichte zu bilden, und erkennbar kann sie das nicht, dann muss der Staat hier eingreifen und durch gezielte Maßnahmen gleichgewichtige Entwicklungen herbeiführen, die spontan eben gerade nicht entstehen. Und wie kann man das tun? Keynes macht die ersten Vorschläge dafür. Ich gehe da gleich noch mal kurz drauf ein. Die Wirtschaftssteuerung der Zeit ist auch bereits in diesem Sinne angelegt. Mussolini ist einer der großen Helden. Bevor er in Abessinien einen brutalen Kolonialkrieg beginnt, ist er vergleichsweise populär mit den Maßnahmen zur gezielten Förderung der Industrialisierung Italiens. Roosevelts Politik des New Deal wird nicht nur von den Zeitgenossen relativ eng im Zusammenhang mit Mussolini und Hitler und Stalin gesehen, weil es hier der Versuch ist, den Staat als Akteur in die Wirtschaft so einzubringen, dass die Privatwirtschaft im Grunde genommen selber einen nur noch geringen eigenen Handlungsspielraum hat. Hitler gilt, das sagt Keynes nebenher selber, im Grunde genommen als das bisher einzige gelungene Beispiel einer keynesianischen Wirtschaftspolitik, auch wenn die staatliche Tätigkeit, die autonome staatliche Tätigkeit, die bei Keynes ja eine große Rolle spielt, hier ausschließlich der Rüstung und Militarisierung und dann schließlich dem Krieg gilt. Und Stalin die Sowjetunion ist wegen der großen Brutalität der Industrialisierung seit 1929-30 nicht in einer besonders guten Perspektive gesehen worden, aber sie gilt als krisenfrei und das Planungssystem in gewisser Weise als vorbildlich. Also jemand wie Leontief, der dann aus Russland kommt, in Deutschland arbeitet und in die USA geht, der Planungsmethoden empfiehlt, staatliche Planungsüberlegungen begünstigt, das hat einen starken russischen Hintergrund. Der Zweite Weltkrieg führt zu einer geradezu Orgie der Staatstätigkeit, die bei seinem Ende aber keineswegs in Frage gestellt wird. Selbst die CDU sagt 1947, der Kapitalismus sei den Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Man müsse eine andere Form von Planwirtschaft oder anderen Dingen erreichen, sodass am Ende des Zweiten Weltkrieges wir drei, wenn man so will, Vorstellungen haben, eine mehr marktwirtschaftlich liberale in Washington
eine harte Planwirtschaftliche in Moskau und so eine gemischte, einen dritten Weg, der sich an London, an der englischen Praxis des Wiederaufbaus, die unter Labour, einer Labour-Regierung nach 1945 sich durchsetzt, eine dritte Variante hat mit verstaatlichter Schwerindustrie, mit nationalem Gesundheitssystem, mit verstaatlichten weiteren Industrien. Also eine starke Rolle des Staates soll auf jeden Fall sein, auch wenn man das nicht russisch haben will. So, jetzt geht es weiter. Was sich durchsetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man jetzt nicht nur die Bundesrepublik anschaut, die mit Ludwig Erhard und der sozialen Marktwirtschaft in gewisser Weise die Ausnahme darstellt, ist die Forschung der Globalsteuerung, stark auf Keynes zurückgeht und ein bisschen im Kontext der neoklassischen Synthese andere Momente aufnimmt. Das würde jetzt hier zu weit führen. Die Vorstellung ist die, dass man die Wirtschaftspolitik auch einer marktwirtschaftlich verfassten Ökonomie durch gezieltes staatliches Handeln bei Beeinflussung der entscheidenden Parameter, die man aufgrund der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und anderer Dinge jetzt genau benennen kann, gezielt beeinflussen kann. Globalsteuerung. In Deutschland, in der Bundesrepublik ist das nicht so populär. In der Bundesrepublik setzt sich das Konzept der sozialen Marktwirtschaft weiter durch. Das ist ja hier nichts, was ich im Einzelnen erläutern muss. Ich gehe ganz zum Schluss noch mal kurz darauf ein. Die Realität des Wiederaufbaus, die Relativität der Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg scheint alles zu bestätigen, weil sie europaweit, jedenfalls im westlichen Europa, extrem gute Wachstumsraten haben, die bis in die Mitte der 70er Jahre anhalten, sei es nun die soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik, sei es die Planification in Frankreich oder sei es die Entwicklung in Italien. Die Ordnungen jedenfalls haben in dieser Zeit durchweg relativ gute Ergebnisse. Die Bundesrepublik hat sehr gute Ergebnisse in den 50er Jahren. Das liegt aber auch daran, dass ihr Wiederaufbau erst 1949 beginnt, also 4 Jahre später als etwa in Frankreich oder in Italien und von daher eine sehr große Dynamik entfaltet. In den 1960er Jahren ist die Vorstellung, der Staat müsse gezielt eingreifen und könne gezielt eingreifen, nicht nur eine Folge von ökonomischen Überzeugungen, sondern auch eine, wenn man so will, des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes, weil man in der Zwischenzeit über kybernetische und andere Steuerungstechniken verfügt, die neue Steuerungsillusionen erzeugen. Und der deutlichste Ausdruck davon ist die Konvergenztheorie, also die Vorstellung, wenn man mit bestimmten technischen, kybernetischen Methoden steuere, dann würde im Laufe der Zeit überall auf der Welt sich das gleiche Muster einer systemisch ordnungsgesteuerten Ökonomie herausstellen, die im Wesentlichen gleichgewichtig funktionieren, würde den ökonomischen Strukturwandel in den Griff bekommen. Der deutlichste Ausdruck, dass auch die Bundesrepublik tendenziell in die Richtung einer gezielten global steuernden Welt geht, ist das magische Viereck, also das Gesetz, Stabilitätsgesetz, die Einrichtung des Sachverständigenrates und die konzertierte Aktion, die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre dann mehr oder weniger bewusst von der Erhardschen Politik der sozialen Marktwirtschaft, also ordoliberale geprägte Politik der sozialen Marktwirtschaft, Abschied nehmen und versuchen, Mittel und Methoden der Globalsteuerung auch in der Bundesrepublik durchzusetzen. Man kann das von die zunehmende Rolle des Staates von Erhard über Schiller zu Schmidt sehr schön bezeichnen, vom Wirtschaftswunder in die Stagflation oder von einer Staatsquote unter 30%. 1959 lag sie noch deutlich unter 30% auf fast 50% Ende der 70er Jahre ansehen. Und hier haben wir die Situation, die dann, die ich gleich aufgreifen werde, nämlich die geradezu verrückte Erfahrung, dass je mehr der Staat tut, umso geringer ist die ökonomische Dynamik. Das ist jetzt nur eine Koinzidenz, keine Kausalität. Aber das macht sich am Ende der 1970er Jahre als Einsicht breit. Die wirtschaftliche Entwicklung hat an Dynamik deutlich verloren. Der Staat betreibt aber einen sehr viel größeren Steuerungsaufwand. Und dieses Problem schlägt sich unter den Bedingungen einer in globalem Maße jetzt Konkurrenz, sich global entfaltenden Konkurrenzwirtschaft deutlich nieder, weil etwa Länder wie die USA oder Großbritannien gegenüber Japan plötzlich gewaltige konkurrenzwirtschaftliche Probleme bekommen. Sie sind einfach nicht mehr dynamisch genug, um mitzumachen. Und man fragt sich, woran liegt das? Zunächst aber die Steuerungsillusionen, die starke Zunahme der Staatstätigkeit, die Stagflation führen zunächst in Großbritannien in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zum sogenannten Winter of Discontent. Wir haben Inflationsraten von über 25%. Wir haben faktisch eine dauerstreikende Welt.
Und 1979 kommt vor diesem Hintergrund Margaret Thatcher, die so populär als Person in Großbritannien nie gewesen ist, gleichwohl an die Macht, einfach deshalb, weil sich die Regierung James Callaghan und die Labour-Regierung als unfähig erweist, das Problem der Stagflation, der andauernden Krise in den Griff zu kriegen. Eine ganz ähnliche Entwicklung in den USA. Unter Jimmy Carter könnte man lange drüber reden. Nehmen die USA eine Niedergangserfahrung, erleben sie eine Niedergangserfahrung, die trotz zunehmender Staatstätigkeit, trotz zunehmender Intervention eben nicht abgebremst erscheint. Auch hier ist Ronald Reagan nicht so sehr der programmatische Ausweg, sondern erscheint als eine Art Möglichkeit, aus diesem Dilemma herauszukommen. Und das passiert auch. Der Wandel zu einer der Grundzüge einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, die sich mit Thatcher und Reagan durchsetzen, läuft darauf hinaus, den Staat zurückzunehmen und die Anreize für individuelles Verhalten zu verbessern, für individuelle Unternehmertätigkeit und andere Dinge zu steigern. Und das ist im englischen und im amerikanischen Fall, der ist ein bisschen unterschiedlich, erkennbar wirksam. Also ein liberaler Staat ist erkennbar bezogen auf die ökonomische Performance wirksamer. Die Bundesrepublik ist ein Sonderfall. Das liegt aber daran, dass die Bundesbank in Deutschland bereits in den 1970er Jahren die eine wirklich konsequente Anti-Inflationspolitik getrieben hat. Deutschland hat zwar relativ hohe Inflationsraten in den 70er Jahren, ist aber nicht vergleichbar mit den USA und Großbritannien. Deutschland liegt die Inflation nie über 10%, immer deutlich darunter. Und insofern ist diese schockhafte Entwicklung, die man in Großbritannien und in den USA erlebt, in Deutschland gar nicht so notwendig gewesen, weil man nie mit einer derartigen inflationären Situation konfrontiert worden ist. Hier ist der Neoliberalismus, der sich mit Helmut Kohl vielleicht benamen lässt, im Einzelnen auch sehr schwer zu identifizieren. Wir haben eigentlich im deutschen Fall eher eine kontinuierliche Entwicklung, auch wenn in den 1980er Jahren die Staatstätigkeit deutlich zurückgeht, die Staatsquote am Ende der 1970er Jahre deutlich unter der Ende der 1980er deutlich unter dem der 1970er Jahre liegt. Setzt sich dann weltweit als Modell eine Art staatsferner Finanzmarktkapitalismus durch, der sehr stark davon geprägt ist, dass vor allen Dingen Großbritannien sich sehr stark entwickelt und in den 1990er Jahren auch die USA unter Bill Clinton ganz erstaunliche Fortschritte in der Entwicklung der Finanzialisierung der wirtschaftlichen Tätigkeit machen. Und das verbindet sich im Kern mit dem Begriff der Deregulierung. Also weniger Staat, größere Autonomie und größere Kreativität, insbesondere im Bereich der Dienstleistung der Finanzmärkte. Das führt dazu, dass die Rolle des Staates in den 1990er Jahren, Anfang der 2000er Jahre sehr kritisch gesehen wird. Die Globalisierung tut ihr eigenes dazu, dass man die Vorstellung hat, es gibt so etwas wie eine globale Autonomie des Ökonomischen, die sich in sehr hohen performativen Erfolgen niederschlägt. Das wird durch die Weltfinanzkrise beendet. Und mit der Weltfinanzkrise wird zunächst die neoliberale Vorstellung einer sich selbst ordnenden globalen Wettbewerbsökonomie in Frage gestellt. Die Frage, wie kann man darauf antworten, wird in allen Ländern im Wesentlichen mit einer Wiederbetonung der Staatstätigkeit, also einer Re-Regulierung, beantwortet. Es taucht die Souveränitätsillusion wieder auf. Und der zweite Punkt, der den Staat plötzlich wieder ins Spiel bringt, ist die Tatsache, dass die Globalisierung keineswegs der automatische Wohlstandsgenerator ist, den man angenommen hat, sondern man stellt fest, dass mit der Globalisierung zugleich der regionale Strukturwandel sich extrem beschleunigt hat und dass die Befürworter der Globalisierung keineswegs diejenigen sind, die von der Globalisierung am stärksten profitieren. Ja, die WTO und andere Dinge, das muss ich hier nicht ausführen, liefen ja im Grunde darauf hinaus, weil mit sehr niedrigen Zollsätzen, mit sehr niedrigen Transfers, den internationalen Handel extrem zu begünstigen, was ja faktisch auch eingetreten ist. Nur profitieren davon nicht unbedingt Großbritannien, Deutschland stärker vielleicht, Großbritannien und andere. Der Hauptprofiteur in dieser Zeit ist China. Und die mit der Globalisierung verbundenen Verschiebungen führen dazu, dass man feststellt, wir können die Globalisierung nicht ohne staatliche Intervention lassen. Denn das führt zu Ergebnissen, die im Grunde genommen nicht zufriedenstellend sind. Und das ist der Hintergrund dessen, was wir zurzeit erleben. Nämlich die Vorstellung, dass sowohl die gesellschaftliche Entwicklung bei einem relativ geringen Staatsengagement
ins Ungleichgewicht läuft, wir eine ungleiche soziale Situation bekommen und dass auch regional bei mangelnder oder fehlender staatlicher Intervention es dazu führt, dass die Globalisierung zu unerwünschten Strukturwandelsphänomenen führt, auf die eine Antwort gefunden werden muss. Und meiner Ansicht nach sind wir im Moment in der Situation, dass die Vorstellung da ist, der Staat kann das lösen, er muss das lösen, anders kann das gar nicht sein. Und was im Moment entsteht, in meiner Sicht, ist eine neue Illusion eines handlungsfähigen, effektiven Staates. Und zurzeit ist das in der Diskussion ganz wichtig, Ihr Seminar daher, darüber zu machen, was kann der Staat, was darf der Staat, was wird er wirklich erreichen? Und hier gegenüber der derzeit doch sehr stark vorherrschenden Vorstellung, der Staat könne das alles machen, muss man dann schon das eine oder andere, auch historisch informierte Fragezeichen setzen. Wenn wir die Grundzüge, und damit bin ich dann auch am Ende, uns anschauen können, kann man zunächst sagen, ein deutscher Ökonom, Adolf Wagner, hat das schon im 19. Jahrhundert gesagt, es gibt so etwas wie eine Tendenz der Zunahme der Staatstätigkeit. Und rein quantitativ ist das richtig. Die Situation ist heute die Staatsverschuldung bringt es am deutlichsten zum Ausdruck, dass der Staat seine immer mehr wachsenden Aufgaben allein über seine regulären Einnahmen gar nicht mehr finanzieren kann. Er muss von daher sich in zunehmendem Maße verschulden, um überhaupt Geld zu haben, um handlungsfähig zu sein. Und das ist das Problem von Wagners Gesetz, das er im 19. Jahrhundert noch nicht sehen konnte, dass der Staat durch die Anhäufung von Einnahmen und von Schulden letztlich beginnt, die Ökonomie, die er ja eigentlich fördern will, zu kannibalisieren. In den Grundsätzen der staatlichen Steuerung finden wir seit dem 17., 18. Jahrhundert eine Art ordnungspolitischen Opportunismus. Es ist im Wesentlichen in dieser Zeit im Rahmen einer kapitalistischen marktwirtschaftlichen Ordnung alles begründet worden, was man sich nur vorstellen kann. Wir haben einen starken merkantilistischen Interventionsstaat. Wir haben eine völlige Liberalisierung der staatlichen Tätigkeit im 19. Jahrhundert. Wir haben Vorstellungen von Wirtschaftsdemokratie, von Gemeinwirtschaft und ähnlichen Dingen in den 1920er, 30er Jahren. Wir haben dann wieder Liberalismus hier in Ordnung, Ordoliberalismus in Deutschland in den 1950er, 60er Jahren, dann Keynesianismus, dann Neoliberalismus. Sie sehen also, so etwas wie eine Art Grundsatz der Steuerung gibt es nicht. Es gibt den Grundsatz, dass alles irgendwie im Zweifelsfall entsprechend der ökonomischen Lage sich begründen lässt. Es gibt bestimmte Konjunkturen der Wirtschaftspolitik. Das heißt, wir haben wie kommunizierende Röhren immer das Verhältnis von Intervention und Zurückhaltung. Die Intervention scheitert, man hält sich wieder zurück. Die Zurückhaltung führt zu einer gewissen Ernüchterung. Die Intervention beginnt von neuem. Hier lässt sich eine gewisse Pendelbewegung, man könnte sagen eine Art Konjunktur der Wirtschaftspolitik beobachten. Wenn man das jetzt versucht auf den Punkt zu bringen, könnte man sagen, die ökonomisch besten Phasen mit den höchsten Zuwachsraten sind gekennzeichnet worden durch einen gewissen liberalen Pragmatismus, der auf Ordnungsprinzipien schon bestanden hat, aber vor allen Dingen auf der Ordnung der Marktwirtschaft und sehr vorsichtigen Interventionen. Also wenn der Staat quantitativ eher geringer engagiert war und wenn seine Interventionen auf der grundsätzlichen Ebene eindeutig, aber im Einzelnen eher gering, also Prozessstruktur und prozesspolitisch eher geringer war, dann war das für die wirtschaftliche Performance im Zweifelsfall günstiger. Die deutsche Erfahrung der 1950er Jahre scheint mir im Moment aufgegeben zu werden. Und das stimmt nicht alles in allem pessimistisch. Die deutsche Erfahrung der 1950er Jahre war die, dass eine wirtschaftspolitische Orientierung an einer Kombination aus Sozialpartnerschaft, Geldwertstabilität und produktivitätsorientierter Lohnpolitik, das ist für mich der Kern der sozialen Marktwirtschaft, dass diese wirtschaftspolitische Orientierung im Moment aufgegeben wird. Und das hat meiner Ansicht nach keine guten Folgen zugunsten einer verstärkten Verstaatlichung, einer stärkeren staatlichen Intervention, setzt man die Sozialpartnerschaft in Frage, Beispiel etwa die staatliche Mindestlohnsache, die im Grunde genommen ein Anschlag auf die Sozialpartnerschaft ist. Die Geldwertstabilität spielt nicht mehr die Rolle, die sie unter der Bundesbank gehabt hat, die ein zentraler Punkt für Sozialpartnerschaft gewesen ist und vor allen Dingen der Angelpunkt für den großen Erfolg der sozialen Marktwirtschaft, nämlich die produktivitätsorientierte Lohnpolitik, die die Verteilungsspielräume des Landes an die Produktivitätsentwicklung gekoppelt hat. Und das konnte, weil die Geldwertstabilität
das rational möglich gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dieses Modell, was in der Bundesrepublik in den 1950er Jahren letztlich im Schatten des Krieges aus einer gewissen pragmatischen Orientierung entstanden ist, dass das zurzeit aus eher grundsätzlichen Überlegungen aufgegeben wird. Soweit meine Ausführungen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.